Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr über dieses Format zu euch gesprochen oder bin mit euch kreativ geworden. Heute wird es herbstlich. Ich möchte heute bei Sonntags mit Lillis mit euch einen Fliegenpilz und eventuell ein, zwei, drei Kürbisse malen. Wie das Ganze aussehen wird, das zeige ich euch hier. Hier habe ich nämlich gestern schon mal ein bisschen herumexperimentiert und habe mich entschieden, dass wir diese Form von Fliegenpilz malen. Auf jeden Fall einen schönen traditionellen Kürbis und ja, vielleicht einen grünen und einen Hokkaido noch dazu. Werden wir mal sehen. Der hier gefällt mir nicht ganz so, aber es gibt ja auch Kürbisse, die nicht immer schön aussehen, wenn man das so sagen kann. Ja, das möchte ich heute mit euch machen. Ich werde das genau auf die gegenüberliegende Seite malen. Hier werde ich auf einem Mixmedia-Papier arbeiten. Das ist von Kensen, das Mixmedia Imaging. Wir werden jetzt mal alle Materialien durchgehen, die wir dafür auf jeden Fall benötigen oder die ich dafür benutze. Und dann legen wir auch schon direkt los. Wir brauchen einen Bleistift zum Vorzeichnen. Wir brauchen einen Maskierstift oder Maskierflüssigkeit, je nachdem, wie ihr das da habt. Ich habe hier einen Maskierstift noch als Tube und dann habe ich hier auch noch Rubbelkrepp, steht hier tatsächlich drauf, auch flüssiger Maskierfilm. Die sind alle von Schminke, der Stift ist von Molotow. Ich werde jetzt hier den Stift benutzen, weil das reicht jetzt für hier, was wir jetzt machen, ganz einfach aus, und den Maskierstift brauchen wir dafür, um die weißen Flecken auszusparen bei dem Fliegenpilz. Solltet ihr das nicht zur Hand haben, könnt ihr diese weißen Fleckchen auch nachher oder nachträglich draufmalen. Aber wir nutzen jetzt hier heute einen Maskierstift. So, also Bleistift, Maskierstift. Wir brauchen Pinsel. Ihr braucht auf jeden Fall einen etwas größeren Pinsel. Ich benutze hier einen in der Größe 6. Das ist ein ganz normaler Rundpinsel. Und dann habe ich hier noch zwei kleinere. Einmal die 2 und eine 0. Ob wir oder ob du beide brauchst, das musst du dann für dich entscheiden. Ich werde mal sehen, wie ich sie einsetze. Dann brauchen wir Aquarellfarben oder wasserbasierte Farben. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Wasser. Ein Tuch, um den Pinsel zu trocknen oder abzustreifen. Und das war's schon. Mehr brauchen wir gar nicht. Als erstes zeichnen wir uns eine kleine Skizze vor. Auch nur ganz grob, damit wir eine kleine Vorgabe haben. Da fange ich mit dem Fliegenpilz an. Der muss überhaupt nicht symmetrisch, der muss nicht akkurat sein. Der kann auch ein paar Dellen haben. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Mutter Natur hat auch nicht unbedingt immer alles gerade gemacht. Roten Hut. Dann hier unten ein kleines Oval rein, wo der Stängel rauskommt. Der kann ruhig ein bisschen gedrungen sein, der kann auch ein bisschen länger sein. Und dann hat er hier noch so ein kleines Mäntelchen über dem Stiel. Ja, das war's schon. Und dann machen wir noch einen Kürbis. Da kann ich euch empfehlen, ein Oval vorzumalen. Dann gehen wir ein zweites Oval vorne. Das kann ruhig ein bisschen größer sein. Und dann setzt ihr hier an den Seiten nur noch an. Da kommt dann hier noch das Stängelchen rein. Und
hier hinten machen wir auch noch ein paar Wölbungen von dem Kürbis nach hinten rein, dass er ein bisschen dreidimensionaler wirkt, dass er ein bisschen mehr runder wirkt. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch den grünen rein. Da könnt ihr euch erst so einen Kreis, wie gesagt, das muss nicht alles akkurat sein. Und dann gehen wir, machen wir hier so einen Poppel drauf. Und auch hier. Abschnitt quasi, also das, wo der Kürbis abgeschnitten wurde. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein Hokkaido. Die sind ja auch immer sehr beliebt. Das sind ja auch die, die man hauptsächlich bei uns hier in der Küche nutzt. Auch hier können wir mit einem Kreis anfangen. Und hier auch der Rest vom Stängel. Ihr könnt euch hier gerne auch die Linien schon vorzeichnen, wenn ihr das möchtet. Oh, hier kommt noch der, da wo die Blüte mal dran war, ne? Wie so ein kleiner Bauchnabel. So, ich würde sagen, die vier Elemente werden wir jetzt malen. Ich werde immer alles so Schritt für Schritt durchgehen. Ich fange mit dem Fliegenpilz an und so kann immer nach und nach alles trocknen. Ich habe jetzt hier einen Graphit-Aquarellbleistift benutzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier gleich mit Wasser drauf gehe, werden meine Linien verschwinden. Ihr könnt das natürlich auch mit einem ganz normalen Bleistift vorzeichnen. Solltet ihr das gemacht haben, radiert euch ein bisschen eure Linien weg, sodass nur noch ihr sie seht, so ganz leicht, dass ihr in der Form bleiben könnt. Und dann legen wir auch schon direkt los mit Farbe. Für die erste Schicht benutzen wir erst den großen Pinsel und mit einem helleren Rot an. Ich habe das hier noch von gestern aus meiner Palette. Das ist eine Mischung aus Krabblack Dunkel und hier das Orange. Ich habe hier ein bisschen rumgeschmiert mit meinen Farben. Aber das ist hier so eine kleine Mischung daraus und das dünne ich jetzt hier noch ein bisschen mit Wasser an, weil ich möchte ja wirklich... Stopp, wir haben was vergessen. Wir müssen doch erst noch die weißen Pünktchen machen. So, hier, das ist ein Stift, ganz einfach, ne? Versucht hier auch nicht unbedingt perfekte Kreischen. So, das lassen wir jetzt erstmal kurz trocknen. Und das heißt, wir werden jetzt mit dem Kürbis hier anfangen, weil das trocknet relativ schnell, weil die Schicht ist auch nicht so dick. Machen wir erstmal hier die Farbe sauber. Fangen wir mit dem Kürbis an. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mit dem Hokkaido weiter. Bei dem Hokkaido sieht man die hellen Stellen eh nur noch hier die Streifen, die hier übrig bleiben. Und zu guter Letzt nehmen wir ein bisschen Grün, damit das hier zu quietschig ist, nehme ich hier ein ganz kleines bisschen Blau mit rein und das verdünne ich auch nur noch mit Wasser, denn hier will ich auch nur vorgrundieren.
trocken. Jetzt können wir. So, jetzt haben wir hier das, ich quatsche euch mal ganz kurz zu, dann kann das Schirmchen hier oben nämlich trocknen, weil hier gehen wir nämlich auch gleich noch mal kurz mit der Farbe rein. Sieht man ja hier auch, dass ich hier ein bisschen vorgrundiert habe. Also als erstes machen wir jetzt hier quasi die Stiele und hier den Fuß. Alles nachher getrocknet ist, könnt ihr überstehende Bleistiftlinien auch wegradieren. So, jetzt haben wir so erstmal alles grundiert. Könnte man schon fast unter Loose Watercolor zählen. Wir machen jetzt direkt weiter mit dem Kürbis. So, das verdünne ich jetzt auch gar nicht doll mit Wasser. Da ich ja möchte, dass es eine höhere Deckkraft hat, ne? Zweiten Pinsel zur Hand und dann gehe ich jetzt hier in den Kürbis quasi in die Falten rein. Alles, was so ein bisschen rundlicher ist, alles, was nach außen stößt, das lasse ich heller und gehe jetzt hier. Schicht. Jetzt gehen wir hier zum Grün. Und dann kommt jetzt noch zu guter Letzt hier unten der Hokkaido. Da nehme ich jetzt das Orange, was ich noch von dem oberen Kürbis da benutzt habe und nehme ein kleines Tickchen Rot mit rein. So, und jetzt haben wir hier, das ist hier unten, das ist der Punkt, den wir mit dem hier oben quasi verbinden müssen. Ne? Dann fangen wir hier in der Mitte an. Wo wir hier so eine weiße Linie haben. Sehr plastisch aus, also es sieht noch sehr zweidimensional aus, aber jetzt gleich in der dritten Schicht
Vielleicht machen wir hier beim Hokkaido sogar noch eine vierte Schicht. Das entscheiden wir dann gleich ganz spontan. Denn wir werden hier das Bauchige, was so nach oben zeigt, ein bisschen heller lassen. Ne? So, und zu guter Letzt kommt noch der Fliegenpilz. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen mehr Rot. Wieder zu den Stielen und Stängeln. Bei dem Kürbis auf jeden Fall zur letzten Schicht, bei dem auch in die letzte Schicht. Und hier werden wir wahrscheinlich noch zwei brauchen. Und bei dem Fliegenpilz brauchen wir, glaube ich, auch nur noch eine. Schönes, kräftiges Rot-Orange. Und das machen wir jetzt hier, wie beim ersten Mal, nochmal genau das Gleiche. Gehen jetzt hier wieder an den Rand dran. Korpusform schon fertig und hier brauchen wir jetzt auch noch einen Zacken dunkler. Und dann haben wir den ersten Kürbis schon fertig. Ihr könnt da gerne noch ein bisschen was dran rumwursteln. Ihr könnt hier mit einem zarten Pinsel auch gerne noch mal tief reingehen, ein bisschen rötlich, kann auch ein bisschen bräunlich sein. So, dann ist Kürbis Nummer 1 fertig. Jetzt kommen wir zu Kürbis Nummer 2. Schon die unterschiedlichen Grüntöne und das Fleckige. Ihr könnt aber hier auch gerne, genau wie bei dem, mit einer anderen Farbe noch mal reingehen, um noch mal andere Flecken reinzukriegen. Oder auch andere Linien. Hier nehme ich jetzt das Braun. Einfach das noch mal ein bisschen zu durchbrechen mit der Farbe. Und dann brauchen wir natürlich auch für den Stiel oben Tinte rein, damit es dunkler wird. Und auch
Kürbis Nummer 2 ist fertig. Und jetzt kommen wir zum Hokkaido. Ich vermute mal, dass wir hier noch 2 Schichten brauchen. Ich glaube, bevor wir den Hokkaido machen, machen wir den Fliegenpilz. Dann kann ich meinen Arm nämlich besser drauflegen. So, dazu brauchen wir nochmal den großen Pinsel. Und dann gehen wir hier in die dritte Schicht. Schon mal fertig und dann müssen wir natürlich noch das Füßchen hier unten fertig machen. Hier bringen wir jetzt auch noch ein paar Details rein. Dafür brauchen wir eigentlich nur noch Neutraltinte. Ich habe jetzt hier auch gar kein Schwarz. Ich habe jetzt wirklich bewusst auch nur mal diesen einen Kasten genommen. Dann können wir nämlich hier, das könnt ihr, wenn ihr wollt, hier auch noch machen. Hier auf jeden Fall noch trocknen, bevor ihr weitermacht, sonst verläuft euch das nämlich. So, dann machen wir hier jetzt noch mit dem Hokkaido weiter. Da habe ich jetzt hier, habe ich zur Auswahl, habe ich die beiden noch und ich würde sogar beide nutzen. Ich würde, wie vorher schon besprochen, noch 2 Schichten machen. Wir nehmen hier erst das Orange. Ich glaube, jetzt können wir mal schauen. Da können wir mit den Schatten weitermachen. Thank you.
ziemlich rötlich und ziemlich bräunlich geworden. Finde ich aber eigentlich ganz charmant. Wenn wir die weißen Pünktchen von dem Fliegenpilz abmachen wollen, dann müssen wir wirklich sicher sein, dass alles ganz trocken ist. Der ist trocken. Den haben wir gerade gemacht. Und hier unten der Fuß ist auf jeden Fall auch trocken. Wir können noch ein bisschen Schatten drunter machen, so wie hier. Kürbisse sind fertig. Wie gesagt, ihr müsst euch zu 100% sicher sein, dass die trocken sind. Ich werde mal ganz kurz mit dem Föhn rangehen, sonst muss ich zu lange warten. Ihr müsst mit Wärme und Maskierflüssigkeit immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe bei dem Papier bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, deswegen gehe ich hier so mir nichts, dir nichts mit dem Föhn ran. Es kann passieren, wenn ihr Maskierflüssigkeit drauf habt und mit dem Föhn dort drauf geht, dass sich die Maskierflüssigkeit noch mehr mit dem Papier verbindet und das heißt, ihr kriegt das nicht mehr ab und ihr reißt euch das Papier kaputt. Wie gesagt, ich föhne hier nicht stundenlang drauf. Ich wollte jetzt halt einfach nur den Trocknungsprozess ein bisschen beschleunigen. Hab den Föhn auch nicht auf höchster Stufe und kann jetzt, wir drücken mal die Daumen, ohne zu verschmieren, wenn ihr das ungern mit dem blanken Finger macht, könnt ihr, das Tuch sollte trocken sein. Ne? Also ich habe jetzt hier natürlich auch mit Wasser rumgeplanscht, aber das ist eine trockene Ecke, könnt ihr die Maskierflüssigkeit auch mit einem Tuch runterholen. Denn bei euren Fingern kann es immer passieren, dass die ein bisschen schwitzig sind. Super. So, und dadurch, oder weil, das ist noch ein Eckchen, diese Poppeln ja auch nicht strahlend weiß sind, gehen wir jetzt auch hier noch mal ganz kurz ein kleines bisschen, vor allen Dingen die hier am Rand sind, mit ein bisschen entweder Neutraltinte könnt ihr ruhig noch mal am unteren Rand hier lang gehen, quasi noch mal einen Schatten draufsetzen. Denn wie gesagt, so strahlend weiß sind die selbst bei dem Fliegenpilz. Wir haben es geschafft. Ich freue mich. Es ist immer wieder schön, so einen Prozess auch mit selbst bewusst zu verfolgen. Ich sehe gerade hier bloß die Bleistiftlinie. Wie gesagt, wenn das trocken ist, könnt ihr das bedenkenlos degradieren. Wir haben es geschafft. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich kann euch natürlich was mit auf den Weg geben und ich bin immer wieder froh zu sehen, dass ihr auch meine Videos anschaut und dass ihr das auch etwas mitnehmen könnt. Und wenn ihr das in den sozialen Medien teilen wollt, dann könnt ihr auf Instagram mich gerne verlinken unter @lillis.berlin. Und auch gerne den Hashtag Sonntags mit Lillis verwenden. Und wenn ich das sehe, dann teile ich das auf jeden Fall. Da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn ich das sehe, dass jemand mitgemacht hat. Wenn ihr weitere Videos dieser Art oder noch andere, Handlettering mache ich ja auch, sehen möchtet, dann gebt meinem Account hier, meinem
Profil hier auf YouTube einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Dann bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden, vor allen Dingen, wenn ihr das Glöckchen auch einschaltet. Auf Instagram werdet ihr aber auch immer auf dem Laufenden bleiben. Am ersten Sonntag im Oktober gibt es ein neues 3 Themen, ein Bild. Und am dritten Sonntag im Oktober wird es ein neues Tutorial geben. Mal schauen, was mir da so einfällt. Da steht ja auch Halloween kurz vor der Tür. Vielleicht machen wir ein bisschen was Gruseliges. Ich freue mich auf euch. Tschüss, habt einen schönen Sonntag.